Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Enclave. Der Level hier sollte euch noch bekannt vorkommen, denn wir sind im Level Yazindra, denn da habe ich noch ein bisschen Gold liegen lassen. Und ich habe den Level unglaublich oft gespielt, bis ich es endlich geschafft habe, den durchzuspielen mit allem Gold. Es war furchtbar. Dieser blöde Leech hat mich einfach, und ja, ich nenne ihn weiterhin Leech, irgendwer hat mir, ich glaube Water Knight war es, einen Artikel geschickt, dass man den anders ausspricht, aber ich werde ihn weiter so aussprechen. wo war ich stehen geblieben? Ach ja, genau. Ich habe noch ein bisschen Gold hier liegen lassen. Unter anderem den Saphir, oder beziehungsweise den Edelstein, wenn es denn überhaupt ein Saphir ist, am Levelende, wo man in dieses Loch springen muss. Da bin ich einfach vorbeigesprungen. Also da wisst ihr, wie man rankommt. Und noch ein bisschen mehr Gold. Und ich bin nochmal durchgegangen. Ich habe jetzt keine Situation gefunden, wo es wirklich irgendwie versteckt war. Da habe ich wahrscheinlich einfach irgendwo was übersehen, bei 10 Goldstücken, glaube ich. Und man kann 20 Goldstücke finden in diesem Raum. Tja, und das ist wirklich, wirklich fies versteckt. Dafür musste ich nachgucken, das habe ich nicht selber rausgefunden. Ich gebe es zu. Und zwar hängen hier so Skelette rum. Und wenn man die mit einem Pfeil abschießt oder einem Bolzen, dann stehen die auf. Und wenn man beide abschießt, Moment, mach das mal eben. Tja, dann erscheinen da auf einmal 20 Goldsäcke. Toll, ne? Muss man auch erstmal drauf kommen. So, ich mache sie nochmal eben fertig. Also, ihr seht, ich bin gerade auch mit dem Halbling unterwegs. Der Halbling, dem Halbling. Ich weiß immer nicht, wie man das ausspricht. Wie nennt man einen weiblichen Halbling? Ein Ne-Halbling, einfach so? Naja, egal. Ja, und damit habe ich alles Gold gesammelt. Ich werde jetzt nicht den Level nochmal komplett machen, denn ich bin nicht wahnsinnig. Ich bin sehr froh, dass ich den endlich hinter mir habe. Und stattdessen werden wir uns jetzt in den letzten Level begeben. Ich kann euch nochmal zeigen. Yazindra, wir haben 650 von 650 Goldstücken. Also alles wunderbar. So, genau. Das ist Vata, der letzte Level in der Lichtkampagne. Wenn wir damit fertig sind, haben wir das Spiel durch. Zumindest zur Hälfte. Denn danach kommt ja noch die Finsterniskampagne. Aber das ist jetzt erstmal das Finale dieser Kampagne. Und ich würde sagen, wir nehmen wie im letzten Level einfach nochmal den Ritter und spielen mit dem ein bisschen. Ist halt voll ausgerüstet, Feuerklinge, bla bla bla, alles schön und gut. Und dann schauen wir uns mal an, was passiert ist. Das Herz der Finsternis. Du hast das Ritual verhindert und Yazindra gerettet. Jedoch ist Vata von den Fesseln befreit, mit denen Mordessa ihn kontrollieren wollte. Wenn er jetzt nicht vernichtet wird, übrigens sehr schön, wie vernichtet da getrennt ist, mitten irgendwie drin, dann wird er nicht mehr aufzuhalten sein. Unsere Mission... Vata muss besiegt werden. Tja, warum auch immer er jetzt freigekommen ist, denn Yazindra wurde offensichtlich nicht geopfert, aber naja, ist egal. Ja, da ist er. Das ist Vata. Sieht ziemlich hässlich aus. Ach, da hängt sie ja noch. Toll, ich dachte, wir hätten sie gerettet. Ja, dann retten wir sie mal. Okay, ja, hier sind wir. Und dann gucken wir mal, wie wir ihn besiegen können. Oh Gott, also ich würde sagen, wir bleiben erstmal ein bisschen in Bewegung, denn wir können ihn aktuell noch nicht direkt angreifen, soweit ich mich erinnere. Oh. Der legt direkt los und wir haben Höllenskelette, die wir mit einem Schlag töten. Oh, da ist ja noch eins. Hallo. Okay, die sind nicht besonders... Die sind keine Herausforderung für unser Flammenschwert. Das ist schon mal schön. Ich gucke mich hier erstmal nochmal um, denn ihr könnt sehen, wir können 700 Goldmünzen finden insgesamt. Das möchte ich natürlich. Das da sind Teleporter, selbstverständlich. Da gehen wir dann gleich mal durch. Oh Gott, da ist er hinter mir. Hilfe! Ja, ich vermute... Oh, er hat einen Heiltrank dabei. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Coole Architektur hier. Naja, ich nehme mal an, wir müssen durch diese Tür da... die durch das Siegel da geschützt wird. Und ich vermute, wir kommen... Okay, wir kommen hier irgendwo hin. Schauen wir uns mal genauer um. Da können wir runter. Da möchte ich aber noch nicht hinspringen. Ein Saphir, sehr schön. Gucken wir uns doch mal hier genauer. Da hinten ist noch einer. Oh Gott. Okay, da hinten ist eine Armbrust. Die werde ich gleich mal benutzen. Okay, ich glaube, der Ritter war eine gute Wahl, denn die Skelette... sterben einfach mal so weg. Das ist sehr gut. Dann können sie uns nicht behindern. Okay, alles klar. Wow, wow, wow. Was war das? Was? Oh Gott, da ist er. Hilfe. Ich bin weg. Moment, was war das da unten?
Okay, ich dachte, da wären irgendwelche Edelsteine oder so. Aber da habe ich mich wohl getäuscht. So, gucken wir mal hier. Wir haben ja eine Armbrust. Oh, oh, oh. Oh Gott. Ja, natürlich. Ist klar. Schubst mich einfach runter. Gut, dass ich im Flug noch einen Heiltrank getrunken habe. Heieieiei. Das ist nicht gut. Hallo? Heiltrank trinken, bitte. Aber ich habe gesehen, genau, das Skelett hat einen Edelstein fallen lassen. Kannst du mal damit aufhören, bitte? Ich möchte hier einmal die Armbrust bedienen, okay? Lass mich das mal machen. So, wir schießen einmal das Siegel kaputt. Dauert ein bisschen. Ja, von den Skeletten lasse ich mich gerade nicht. Okay, die nerven gerade. Moment. Ah, die machen so viel Schaden. Okay, aber ich glaube, das hat mir gerade einen neuen Heiltrank fallen lassen. So. Oh Gott. Wir werden hier bombardiert wie sonst was. Okay, nochmal. Komm, schnell, schnell, schnell. Immer schön in die Mitte. Ich hoffe, man kann jetzt das Klicken der Maus nicht so hören. Okay, wunderbar. Das Siegel ist zerstört. Oh Gott, wir sind fast tot. Genau, gib mir mal deinen Heiltrank, bitte. Dankeschön. So. Okay. Ja, da unten ist er. Ich vermute, wir kommen jetzt durch die Tür. Die einzige Frage ist, wie wir jetzt vernünftig wieder nach unten kommen, ohne zu sterben. Das klang nach einem Liech. Nein. Nein, da ist irgendwo ein Liech. Nein. Nein. Ich hasse Lieche. Aua. Oder eine Zauberin, das wäre nicht so schlimm. Kann ich hier... Moment, ich kann doch bestimmt hier runter, oder? Ich laufe mal eben kurz hier rum, weil vielleicht ist da irgendwo noch was da unten. Okay, Moment, Moment. Ich muss mich eben um das Ding da kümmern, weil ärztlich. Stirb, stirb, stirb. Gut, gut. Heiltrank, Heiltrank, Heiltrank. Oh, das ist wunderbar. Die Skelette lassen auch schön Heiltrank gefallen. Damit sollten wir eigentlich gut gewappnet sein. Wo ist Vatar hin? Der ist anscheinend weg. Okay, okay. So, dann gehen wir nochmal eben kurz nach oben. Aber ich glaube, hier ist nichts weiter, oder? Nee, da unten ist nichts. Und da hinten sollte auch nichts gewesen sein. Soweit ich das jetzt sehe, nö, scheint nicht der Fall zu sein. Okay, naja. Oh, wo haben wir denn 200 Gold her? Ich kann mich nur an drei Edelsteine erinnern, die ich eingesammelt habe. Aber egal. So, ich wollte nochmal probieren, ob der Teleporter... Nein, der setzt uns einfach nur wieder hier unten hin. Okay. Wunderbar. 200 von 700 Gold. Die erste Tür ist offen. Und ich habe nicht mehr so viele Heiltränke. Oh, was ist das? Edelstein. Ich vermute mal, in diese Schmiere hier sollte ich nicht reintreten. Das könnte vermutlich nicht so gesund sein. Dann bleiben wir mal auf der Brücke, die hier praktischerweise platziert ist. Ja, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Was bist du für ein Gegner? Ein Skelett. Okay, das kriegen wir hin. Du bist jetzt nicht besonders bedrohlich. Was ist mit dir? Komm, du bist bestimmt auch so ein Skelett, oder? Na komm. Nein, 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 nein. Stirb, 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 stirb. So, damit wollen wir gar nicht erst anfangen hier. So, ich hoffe, du bist wieder ein Skelett. Wunderbar. Kein Edelstein diesmal. Schade. Noch eins. Wollte mir gar nichts fallen lassen. Das ist aber traurig. Na gut, sammeln wir erstmal das hier noch ein. Jetzt haben wir ja die Zeit dafür. Ew, das klingt auch ziemlich widerlich, muss ich sagen. Es ist so ein bisschen, als wären wir hier in so einem Magen drin, oder? Ist der Magen das dort? Ist die Magensäure? Nom, nom, nom. Lecker, lecker, lecker. Na gut. 200 Gold fehlen uns noch. Die sollten wir aber auch eigentlich relativ gut finden können hier. Also man sieht, die Sachen sind nicht versteckt. Die liegen einfach irgendwo rum. Stirb, 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 stirb. Muss sterben. Geh weg, geh weg. Ja, du bist in Ordnung. Gegen dich habe ich nichts. So, wir laufen erstmal in die andere Richtung, denn ich möchte jetzt gar nicht so auf Vatar zu. Momentan... das ist ein Edelstein, okay. Ja, nee, ist klar. Ich vermute, ich muss so an ihm vorbeirennen, aber ich gehe erstmal nochmal hier runter. Ach, das sind die... Aua. Explodierenden Dinger. Da ist ein Portal, okay. Und zwei Heiltränke. Drei Heiltränke.
Finde ich gut. Nehme ich gerne mit. So, jetzt gehen wir mal hier rein. Was haben wir denn hier? Okay, da ist ein... Ist so wieder so ein Siegel und... Hier sind Armbrüste. Okay. Oh Gott. Ja, ich gehe mal eben weg. Ich will nämlich hier runter. Hallo? Au. So, dann nehmen wir den einmal schön mit. Kommen wir nicht rum. Verdammt. Oh Gott. Oh Gott. Lalalala. Ich bin weg. Lalalala. Ja, glücklicherweise macht er nicht so viel. Außer halt ein bisschen angreifen. Aua. Naja, wenn er... Hallo? Gehst du bitte über die Kante drüber? Ey. Geht doch. Oh Gott, nein. Da unten ist ein Teleporter. Ich möchte in den Teleporter rein. Ja, spring. Au, au, au. Ach, da komme ich auch hier hoch. Moment, das ist bestimmt doch auf der anderen Seite auch so ein Edelstein versteckt. Jawohl, wusste ich's doch. Vielen Dank für die Blumen. So, 100 fehlen uns noch. Ich hoffe... Nein! Nein! Och, nö. Och, nö. Okay, komm, das machen wir in Schnelldurchlauf nochmal. Ja, ja, das kennen wir alle schon. Bla, bla. Hier unten waren keine Edelsteine, die waren alle oben oder bei irgendwelchen Skeletten. Deswegen gehen wir direkt mal hoch, nachdem ich das Skelett erledigt habe. Oh, es hat uns sogar ein... Hat uns das, ja doch, das hat uns einen Heiltrank dagelassen. Ach, hier war noch ein... Nee, das war... Okay, egal. Nehmen wir die Edelsteine mal mit. Da waren auf jeden Fall bestimmt zwei Skelette, die Edelsteine haben fallen lassen. Die können wir dann auch noch platt machen. So, aber nicht hier. Okay, okay, okay. Also, schnell vorne hin zur Armbrust. So, Vatar, chill mal ein bisschen. Ich will hier nur... Oh Gott. Moment. Okay, das ist ein Edelstein. Den anderen kriegen wir dann hoffentlich noch. Schnell, 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 schnell. Schieß, 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 schieß. Au, 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 au. Komm her, komm her. Heiltrank finde ich gut, dankeschön. Wenn das Ding nicht wenigstens nicht so viel aushalten würde, ne? Ja, komm, fast kaputt, fast kaputt. Lass dich vom Skelett nicht irritieren. Oh, es sind sogar zwei. Okay, hast du zufällig... Nein, es hat nicht zufällig den zweiten Edelstein. Wo habe ich den denn... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo hatte ich den denn gefunden? Ja, 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 ich weiß, da unten ist der Leech. Um den kümmere ich mich jetzt sofort. Hopp. Oh nein, das ist da hinten. Ist doch assi. Okay, cool, ich kann die Schüsse immerhin abwehren. Und werde von... Ja, genau, ist klar. Ah, der Leech hatte den dabei. Alles klar. Wunderbar, so muss das laufen. Habt ihr noch Heiltränke für mich? Das klang wie ein Heiltrank. Wundervoll. Dankeschön. Sind hier noch mehr zufällig, die mir Heiltränke geben wollen? Moment. Ja, ich trinke mal auch mal einen. Wir finden ja gleich noch drei beim Teleporter, aber hier scheinen keine mehr zu sein. Okay. Dann kümmern wir uns nochmal um die Gegner, die jetzt hier auftauchen werden in dem Gang. So, erst sammle ich wieder die Edelsteine ein. Alles kein Problem. So, und dann kümmern wir uns hier nochmal hier drin. Aber man merkt schon, irgendwie ist der Level hier nicht so schwer oder schwierig wie der davor. Also der davor ist deutlich asozialer. Vor allem was den einen Leech anbetrifft. Oh. Wie viel ich da geflucht habe, auch offscreen noch. So, wunderbar. Ja komm, jetzt kommen noch zwei Skelette. Eins vorne, eins hinten. So, und dann sind wir auch wieder auf 500. Das heißt, wir haben alles eingesammelt bis dahin. Wunderbar. So. Dann gehen wir jetzt erstmal den Licht töten. Dann gehen wir jetzt erstmal hier entlang. Ja, an Vatar einfach vorbei. Ich möchte nur die Heiltränke haben, dann direkt in den Teleporter. Und dann holen wir uns erstmal... Wobei... Moment, war da noch ein Heiltrank? Keine Ahnung. Machen wir erstmal das Siegel kaputt. Wenn wir schon mal hier sind und gerade Vatar unten, dann müssen wir die Zeit nutzen.
Ja, also man sieht, Vatar direkt anzugreifen bringt halt gar nichts. Er hat so ein Schutzschild um sich rum. Und wir können ihm keinen Schaden zufügen. Au, 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 au. Weg, 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 weg. Moment, Moment, Moment. Ich gehe einfach hier runter. Du kannst mit mir kommen, Skelett, wenn du möchtest. So, jetzt springen wir einmal richtig, dass ich da nicht... Wobei, hier können wir gar nicht runterfallen. Okay. Ja, 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 ja. So, hatte ich hier noch irgendwo einen Heiltrank übersehen? Ich meine, da irgendwie was glitzern gesehen zu haben, aber es scheint nicht der Fall zu sein. Dann war das nur meine Einbildung. Okay. Jemand... Oh Gott, ich muss Heiltränke trinken, dringend. Warum sagt ihr mir denn nicht, dass meine Lebensenergie fast weg ist? Ja gut, dann gehe ich nochmal schnell runter. Denn wir wollen ja... Oh Gott, nein, da kann ich runterfallen. Das ist gemein. Ja, genau vor mir, ist klar. Geh mal weg. Hilfe. So, jetzt nehmen wir mal zur Abwechslung den anderen Teleporter. Weil wir es können. Dum, di, dum, di, dum. Oh Gott, nein. Stirb, stirb. Du musst... Oh, weh, du hattest was dabei. Sieht aber nicht so aus. Okay. So. Dann machen wir mal den Rest von dem Siegel kaputt. Okay, das ist hinüber. Jetzt haben wir da das Herz freigelegt, was wir da sehen. Und ich muss hier gerade nochmal schnell runter. Oh Gott, nein, geht weg, geht weg, geht weg. Lass mich in Ruhe. Was macht ihr denn hier? Ist hier eine geheime Party oder wie? Das ist der Partykeller. Na gut. Aber immerhin haben sie uns einen Heiltrank dagelassen. Schon relativ nett. So, dann gehen wir mal wieder hier runter. Ah, oh, oh Gott, ich hätte vorsichtig runterrutschen sollen. Weg hier. So, ich bin mir nicht mehr genau sicher, was wir machen müssen. Aber ich vermute, wir nehmen einfach mal die Armbrust. Und genau, es ist schön wunderbar markiert. Schießen einfach mal so ein bisschen auf das Herz. Kann ja nur Gutes bei rumkommen, wenn wir so ein riesiges Herz zerstören, das einfach irgendwie in der Luft schwebt und das vorher beschützt war. So, ich lasse jetzt Vatar einfach mal hier oben. Guck mal, ob ich das hinkriege. Und gleich werde ich wieder sterben. Ich sehe es ja schon vor mir. Okay, weg, 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 weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich wechsle nochmal die Seite. Es läuft eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich weiß, vielleicht sollte ich das nicht zu laut sagen. Okay, jetzt. Weg, 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 weg. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Das Herz hat aufgehört zu schlagen. Oh, ich glaube, es ist kaputt. Wir haben Vatars Herz gebrochen. Oh nein. Okay, ich hoffe, 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 dass wir die restlichen 100 Goldstücke auch noch finden werden. Guck mal, da ist schon wieder so ein Skelett, ne? So ein Höllenskelett. Die machen hier echt Party anscheinend. Und ein Heiltrank. Dankeschön. Okay, 10 Heiltränke. Das sollten wir damit locker schaffen. Dann haben wir jetzt noch eine Tür da oben übrig. Dann gehen wir jetzt einmal durch. Während ich hier nochmal ganz genau gucke, ob wir nicht irgendwo noch was übersehen... Ja, komm. Ob wir irgendwo noch was übersehen haben. Also es ist wahrscheinlich, wenn man mit einer schwächeren Waffe hier reingeht, dann ist das Ganze wesentlich anspruchsvoller, weil man die Höllenskelette einfach nicht so schnell tot kriegt. Ich meine, ich hau einmal drauf und gut ist... Das ist schon super. Aber wenn man das nicht kann, das wäre echt doof. Da ist der Avatar. Und man sieht schon, sein Schutzschild ist weg. Lalalala. Das heißt, wir können ihn jetzt theoretisch komplett angreifen. Aber ich wollte erstmal noch... Hier muss irgendwo noch was rumliegen. Ich vermute hinter dem Thron. Deswegen gehe ich da erstmal hin, bevor ich irgendwie... Jawohl, ich sehe schon was. Auf der anderen Seite ist bestimmt auch noch einer, oder? Jawohl, und damit haben wir sämtliches Gold der Lichtkampagne. Och, jetzt ist der da drüben, das kann doch nicht sein. Aua, aua, aua. Ja, beruhig dich doch. Oh Gott, oh Gott. Töte mich bitte nicht, da ist ein Viech. Oh. Aber das war teils da hinten rumgeistert. Gefällt mir überhaupt nicht. Oh Gott. Warte, komm, magst du nicht mal... Genau, komm mal... Nein, nicht da hinten. Wir haben wahrscheinlich keine andere Wahl. Wir müssen einfach schnell sein. Ja, genau. Abkürzung. Und... Nein, 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 geh weg.
Okay, wir machen jetzt Schaden. Oh, weg, weg, weg. Oh, ich habe überhaupt keine Gelegenheit, mich vernünftig zu heilen. Weil sobald ich den Heiltrank getrunken habe und versuche, da dran zu gehen, macht er sofort wieder Schaden. Das ist irgendwie unfair. So, jetzt lass mich mal hier lang gehen, Vatar, bitte. Hör mal gerade auf anzugreifen. Ja, das, damit sollte ich mich vielleicht... Oh, weil das hat gar nicht so viel... Na, ich hab's gehört, da war ein Viech. Da ist ein Viech. Okay, so. Dumm-di-dumm-di-dumm. Ach, das ist ein Skelett. Schön getarnt. So, Vatar, wir kriegen dich noch tot. Nicht, wenn ich so viel Schaden habe, nein. Okay, cool, ich kann gleichzeitig Heiltrank trinken und das Ding bedienen. Das finde ich schön. Also, die Animation muss ich nicht abwarten. Meine ich. Komm, stirb, 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 stirb. Stirb, 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 stirb. Also man sieht, wir machen Schaden. Auch gar nicht mal so schlecht. Wie ich das sehe, 150 pro Schuss. Und Vatar ist Geschichte. Wir haben es durch, Leute. Enclave ist geschafft. Also zumindest die Lichtkampagne. Mission geschafft. Es wurden 700 von 700 Goldstücken gefunden. 700 neue Goldstücke wurden hinzugefügt. Also ich muss sagen, der Endkampf ist weniger episch, als man ihn erwarten würde. Nach dem ganzen Aufbau dahin, vor allem davor, das Level mit Mordessa und so. Es war schon ziemlich übel, aber wir haben es geschafft. Hervorragend. Durch den Sieg über Vatar wurde die Kampagne der Finsternis freigeschaltet. Sie kann nun unter dem Menüpunkt Neues Spiel ausgewählt werden. Jetzt kann die Geschichte aus der Perspektive der Dregatar erlebt werden. Doch diesmal wird es nicht so einfach werden. Hervorragend. Direkt Zugang. Imevil schaltet jederzeit die Dark-Kampagne im Kampagnenauswahlbildschirm frei. Okay. Hervorragend. Es wurde ein neuer Charakter freigeschaltet. Der Erdgolem. Ja, den Erdgolem bekommen wir dafür, dass wir das Spiel durchspielen. Und es wurde ein neuer Charakter freigeschaltet, der irgendwie nicht angezeigt wird. 9320 Kampfdruid. Das ist ein Charakter, den kriegen wir dafür, dass wir sämtliches Gold gesammelt haben. Ansonsten würden wir den nämlich nicht einsammeln. Und der ist schon... Oh, ich bin still. Vastly outnumbered, the armies of Selenheim were constantly in retreat towards the castle itself. Vatar's hordes crossed the rift, smashed through the defenses and pursued them. It seemed hopeless, but the death of the ancient demon came as a miracle. Echoing through the mountains and out over the fields, the sound of his final agony reached the ears of enclavers and outlanders alike. The outlanders froze in their tracks, eyes widened in horror. It could not be. Vatar was undefeatable. Only moments later, the first of the Mechalon troops arrived in a cloud of dust and banners over the horizon. Mercilessly, they crashed into the confused Dragatar horde's rear and flanks. With a new boost of morale, the soldiers of Selenheim cried out their allegiance to their queen and valiantly took up arms once more. Without their leader and surrounded, Vatar's horde was quickly diminished and soon annihilated. History would not be allowed to repeat itself. As the chaos of battle gradually faded into silence, the small party of adventurers returned to Selenheim, soon to be celebrated as heroes. As Queen Eilindel, Princess Jacindra, and the Assembly of Six were praising them for their valiant efforts, Electo of Mechalon stepped into the chamber, unannounced. Boldly, he asserted his authority as the savior of the Enclave. Angered by such arrogance, the Queen and her council were quick to voice their protests, and soon they seemed to be on the brink of a new war. High Wizard Zael himself stepped in. Had there not been enough fighting? They had both broken the Pact of Jifuro to help their kinsmen. Wearily, he urged them to come to peace. But Electo refused. Breaking the pact would no longer be tolerated. He declared that he would conquer the Outlands and try to restore the magic to them. And the people of Selenheim would learn their place as infidels for their past sins.
Would the people of Mechalon succeed in conquering the remaining Dregatar and restore magic and peace to the soil? Or would they become like the enemy that had just been defeated? Only time would tell. But that is another story, to be told another time. Tja, das war's. Tja, ich find's eigentlich relativ cool, dass es nicht so ein richtiges Happy End gibt. So wie in Hollywood halt immer. Sondern, also klar, Vatar ist besiegt, die Dregatar sind vernichtet, aber jetzt ist halt die Leute aus Mechalon machen so ein bisschen Stress. Das ist schon, ja, interessant. Und vielleicht hätte man ja die Geschichte mit den Vorfahren, mit den Ahnen, irgendwann mal in Enclave 2 gespielt, aber leider ist ein Enclave 2 bisher noch nicht erschienen und ich vermute mal, es wird auch niemals erscheinen. Ist ein bisschen schade, aber was soll man machen? Ich glaube, es war sogar irgendwann mal angekündigt und in Entwicklung, aber wurde abgebrochen oder so. Ich weiß es nicht genau. So, wir hatten noch irgendwas freigeschaltet, oder? Das möchte ich mir noch mal kurz... Irgendwo, wo war das... Da war doch, es wurde doch gesagt, hier freigeschaltet, bla bla bla, jederzeit betreten, um die Dunkelheitskampagne freizuschalten. Hm, vielleicht ist es einfach darauf bezogen, dass wir jetzt das im Hauptmenü auswählen können. Hm, keine Ahnung. Na gut, ich würde sagen, wir probieren mal die neuen Charaktere aus. Und das machen wir direkt mal in meiner Hassmission, Yazindra. Also wir haben jetzt leider keine neuen Gegenstände oder so. Also Feuerklinge ist immer noch das Stärkste, was wir haben. Aber wir haben jetzt einmal den Erdgolem, eine magische Kreatur von elementarer Gewalt. Und ja, wir können der nur Heiltränke geben. Ist natürlich ein bisschen witzlos, wir haben 13.000 Gold. Nur Heiltränke ist halt jetzt nicht so toll. Aber man wird schon sehen, der Erdgolem ist schon relativ mächtig. Ist nicht unzerstörbar, definitiv nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich damit hier weit komme, weil ich ja direkt beschossen werde. Aber wir gucken uns das einfach mal an. So, ich kann mit ihm schlagen. Alles kein Problem. Ich kann mich leider nicht verteidigen. Das ist ein bisschen doof. Und ich habe auch keinen Fernangriff. Ich bin halt einfach so ein Erdgolem und kann schön draufhauen. So, dann gucken wir einfach mal, wie gut ich draufhauen kann. Ja, ungefähr so stark wie das Feuerschwert, würde ich jetzt sagen, oder? Ich vermute... Oh, cool. Ja, und ihr seht, ich sterbe halt einfach weg mit dem Viech hier in dem Level. Ist ganz nett, den zu haben, aber bringt nicht so wirklich viel, muss ich gestehen. Vielleicht in einigen Leveln, um das Gold aufzusammeln, aber wie gesagt, man kann halt nicht blocken. Und das behindert schon ein bisschen. So, jetzt nehmen wir den Level aber nochmal. Und diesmal mit dem 9320 Kampfdruid. Der 9320 Kampfdruid aus Enclave Classic. Viel Spaß mit ihm. Ja, Enclave Classic gibt es ja gar nicht. Aber Enclave sollte ja mal ein Arena-Kampfspiel werden. Und ich vermute mal, das ist dann noch eine kleine Hommage daran, dass es früher mal ein Charakter war. Oder es ist halt einfach nur so von wegen ein kleines Easter Egg. Enclave Classic, bla bla bla, halt so wie Team Fortress Classic. Obwohl es halt ein Enclave Classic gar nicht gibt. Ja, den können wir auch noch Heiltränke geben, aber ich weiß gar nicht, ob wir die überhaupt brauchen. Weil dieser Kampfdruide, der hat es schon echt in sich. Also das hat seine Berechtigung, dass man den erst kriegt, wenn man schon alles Gold eingesammelt hat. Denn der ist, boah, der ist wirklich hart. Der macht so viel Schaden. Ja, genau, einmal eine schöne Rundfahrt. Man sieht, der hat auch schöne Knarre. Und dann schießen wir einfach mal. Genau, wir schießen Raketen. Sind nur ein bisschen langsam. Boom, tot. Boom, tot. Das ist halt einfach ein super Charakter. Damit, das ist halt das Schöne, damit kann man nochmal in die Level zurückgehen und einfach alles abschießen, was einen genervt hat. Vor allem, wir haben unendlich Munition. Und boom, tot. Boom, tot. Sogar die Berserker. Es ist so großartig. Und man sieht halt auch, ich habe jede Menge Lebensenergie. So, jetzt gehen wir nochmal zu dem Liech, denn ich möchte dem Liech mit diesem Charakter nochmal einen Besuch abstatten.
Ihr seht, ich ziehe hier einfach durch mit dem Vieh. Das ist einfach so großartig. Boom, 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 boom. Ach, das ist schön. Das war es doch wert, alles Gold zu sammeln. So, jetzt kommen da oben die Assassinen. Hey, der hat's überlebt. Oh, nee, doch nicht. Ja, ihr seht auch, ich trinke einen Heiltrank und wie viel der einfach nur wiederherstellt, ne? So ein ganz kleines bisschen. Das ist ein Zeichen dafür, wie viel Lebensenergie dieser Charakter überhaupt hat. Boom, tot. Jetzt müssen wir natürlich noch auf den nächsten warten. In der Zeit süffle ich hier mal noch ein bisschen Heiltränke. Lalalala, komm her. Ich will eigentlich nur zu dem Leech. Also komm mal, also du bist ja auch ein Leech, aber ich will nicht zu dir. Boom, tot. 500 Schaden einfach mal eben so. Das ist... super. Boom, tot. 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 Nein, doch nicht. Hallo? Tot. Ja, hier sind Fallen. Ich weiß, ist mir egal. Hey, der hat's überlebt. Naja, ich habe ihn nicht direkt getroffen. So, mein schöner Leech. Jetzt werden wir abrechnen. Jetzt ist der Zeitpunkt dafür gekommen. Hey, mach die Tür wieder auf. Hallo? Wunderbar. So, komm mal her. Ja, versuch mich doch zu töten. Versuch es doch. Da, das hast du jetzt davon. So, okay. Genug rumgespielt. Ich denke mal, ich habe den Kampfdruiden einmal schön gezeigt. Der ist halt einfach vollkommen overpowered. Aber gut, zu dem Zeitpunkt hat man halt schon alles gemacht. Man hat sämtliches Gold eingesammelt, alle Level bestanden, alles geschafft. Da ist das schon ganz in Ordnung, dass man so einen Charakter kriegt. Ja, das war die Lichtkampagne von Enclave. Wir haben jetzt noch die Finsterniskampagne vor uns. Oh Gott, das mache ich beim nächsten Mal dann. Ich wollte eigentlich nur das Symbol von der Finsterniskampagne zeigen, aber ist jetzt egal, da müsste ich so viel eingeben. Das ist doof. Deswegen belassen wir es erstmal dabei. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid auch bei der Finsterniskampagne dabei. Die wird dann in der nächsten Folge starten. Außer mir fällt noch irgendwas anderes ein, was ich zeigen möchte. Aber ich habe ja alles freigeschaltet. Eventuell noch ein paar Easter Eggs, die ich aber dann selber erstmal nachgucken müsste. Aber mal schauen. Vielleicht mache ich auch mal so einen Easter Egg Run ganz am Ende, wenn ich alles durch habe. Ja, ich will diese Sequenz nicht sehen. Und ich würde sagen, ich habe keine Ahnung, wie lange die Aufnahme jetzt schon geht, weil ich nicht auf die Uhr geguckt habe. Deswegen beende ich das hier einfach mal. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.